die auf die Balkon sind. Ne? Müssen wir jetzt drei Polizisten um eine Frau stehen? Ganz ehrlich, echt jetzt. Hast du auch einen Attest? Ganz schlimm, ganz schlimm. Setz dich jetzt in die erste Reihe ohne Maske. Was? Achso, ja. Okay. Wo sind die Leute? Ja, frage mich auch. Ich glaube, wir sind umsonst gekommen. Das kommt kein großes Demo. Mehr Ordner und Polizisten als Demonstranten. Ja. Die Polizei ist 10 zu 1 oder noch mehr zu uns. Die Polizei hat kein Telegramm. Wie denn? Ja, habe ich Attest? Der Klaus hat es auch fotografiert. Klaus ist der Livestreamer hier. Kannst du den Klaus sagen, er soll mal das Bild mit dem meinem Attest zeigen? Ich wollte kein Bild von dem Attest, ich wollte das Attest so. Ich habe geglaubt, ich hatte ein bisschen Druck dabei, dass ich eine Attest habe. Und ich habe es auch. Und Klaus, die Herren wollen mein Attest sehen. Der Klaus streamt uns jetzt live hier. Ja? Er ist von Protest Media und er war so freundlich und hat eben für diesen Zweck auch mein Attest mal fotografiert. Und kann ich mir zeigen. Ich kann aber auch eine einfache Version von mir haben, wo ich bestätige, dass er auf mir zuschiebt und die Seele von auf den Kopf und alles, dass ich den Attest habe. Ich habe sowohl eine Altstadt, die ich mir gesetzt habe, und der liebe Kollege hier hat ein Handyfoto davon. Ja, ein Handyfoto. Aber Sie können es einsehen, Sie kriegen von mir die Altstadt, die Versicherung, dass ich es habe. Wir brauchen einen Attest. Die Frau Kitzelmann und die haben gesagt, nein, weil wenn wir weiß, dass ich einen Attest habe. Und ich habe das schon mal vorgelegt gehabt, also bei mir ist es wirklich glaubhaft und bekannt. Und wie gesagt, es ist auch hier dokumentiert, Sie können sich das anschauen, ich bin Susanne Hill und es ist auch namentlich hier erwähnt auf dem Attest. Und Sie können das ganz genau sehen, und ich sage Ihnen ganz einfach, wegen solchen Schikanen, dann liege ich beim Einkaufen, beim Tanken, ich bin nicht irgendwie eine Aussätzige, nur weil ich keine Maske tragen kann, ich bin ein ganz normaler Mensch und ich drehe mich jetzt mal hier jetzt wirklich auf und sage Ihnen, das ist ein schreiendes Unrecht, was hier passiert. Ja? Ich möchte mich nicht nötigen und nicht diskriminieren lassen, nur weil ich keine Maske tragen wir darf. Haben die Informationen, dass wir Wir haben gesagt bekommen, wenn wir einen Attest bekommen, genau. Dann gucken wir uns den Attest an. Genau, aus gesundheitlichen Gründen. Wenn es denn soweit der Weite ist. Ja, das habe ich ja auch. Genau. Dann möchte ich das Attest sehen. Ja, Klaus, sag es einfach dem Herrn.
Das, die müssen das Attest mit sich mitführen. Könnte auch größer sein. Ich würde es Ihnen ja nicht sagen, ich hätte einen Test, wenn ich keins habe. Und ich habe hier in der Tasche eine einfache Versicherung. Und so wie das hier auf dem Handy ist, so ist es auch da. Und ich sage Ihnen auch eins, warum es bei mir zu Hause im Moment noch verwahrt ist, weil es vorgekommen ist, dass Menschen das Attest der Polizei vorgezeigt haben und dann die Polizei das Attest abgegriffen hat, gesagt hat, Dankeschön, und die Leute haben es jetzt schon seit 3 Monaten nicht wieder. Und dann wollen sie einkaufen gehen, werden gefragt, wo ist ihr Test? Und dann die Leute, die Polizei hat es, ich kann es nicht vorlegen. Wissen Sie, was so ein Spießrutenlauf das ist? Das ist nicht schön. Ich möchte Sie nicht erleben. Und ich kaufe auch noch für eine Familie ein und für andere Leute. Und ich bin sogar bei der Nachbarschaftshilfe und kaufe ein für ältere Herrschaften. Also Sie haben keinen Attest dabei? Sie haben ein Foto von der Mathe. Sie haben die Verdammungsführer, die gefallen haben. Also ich habe es auch... bei dem geschrieben, Versammlungsleiterin hat auch medizinischen Gründen einen Attest. Also es ist beim Ordnungsamt bekannt, dass ich eins habe. Ja, das können wir prüfen. Ja, das ist so. Also wirklich, ich würde da auch nicht lügen. Besser, wenn Sie es dabei hätten, wäre es einfacher machen. Der Kollege hat es auf noch ein Foto. Das Handyfoto, den Kollege, ich möchte gerne das Original sehen. Ja. Ihr sollt immer das Original sehen und einen Ausweis von Ihnen, gucken. Das kennen Sie jetzt vom Namen natürlich her. Natürlich. Und ich lüge auch nicht. Also. Sie sollen einfach das Original mitführen, das macht für alle Beteiligten viel einfacher. Also ich kann es Ihnen, wirklich gerne sagen, ich sage ja, diese Art von Nötigung und Diskriminierung habe ich jetzt hier diese Demo gemacht. Das deutsche Bundesverfassungsgericht muss unsere Grundrechte schützen. Ich komme mir vor wie eine Kriminelle und bin ein ganz normaler Mensch. Sie können eine Versammlung anmelden, Sie können Ihre Versammlung auch hier durchführen, wenn Sie einen Attest haben, das ist überhaupt kein Problem. Nur soll dieser Attest mitführen. Es schränkt niemanden in der Versammlungsfreiheit ein, Sie dürfen die Versammlung abhalten. Wir müssen den Infektionsschutz und die Versammlungsfreiheit unter einen Hut bringen, das versuchen wir, aber dazu müssen Sie auch Ihren Beitrag leisten. Das heißt, Sie können einfach, wenn Sie dabei sind, Ihre Attest dabei haben. Das macht für alle Beteiligten viel, viel einfacher. Also ich selber, ich habe kein Smartphone und deswegen habe ich Ihnen Klaus gebeten. Ich möchte gerne das Original sehen. Ja genau, das kann ich Ihnen vorbeibringen oder wie gesagt. Also Sie haben jetzt kein Original dabei. Ich habe jetzt kein Original dabei, ich habe jetzt eine alte staatliche Versicherung dabei, dass ich eins habe. Möchten Sie meine alte staatliche Versicherung haben? Das klärt es die Verhandlungsbehörde. Ja? Ich bin eine ganz normale kleine Mama und ich bin maskenbefreit aus medizinischen Gründen. Der Herr moniert, dass ich nicht mein Attest schriftlich vorlegen kann. Dabei hat es der Klaus. Also rechtlich gesehen kann sie Ihnen das eigenstaatlich jetzt erklären und das auch nachreichen. Ich bin Teilnehmer. Muss ich nicht. Ich bin schon kontrolliert worden von Ihren Kollegen. Ich habe einen Attest und das habe ich schon gezeigt. Und meinen Personalausweis habe ich auch gezeigt. Gehen Sie bitte zu den Kollegen nach vorne. Wir haben es gerade eben kontrolliert, 2 Minuten vorher. Habe ich, er wollte gerade eben schon wieder sehen. Und ich habe schon Diskriminierung. Ich habe es gerade eben gezeigt. Die Informationen, die fließen jetzt nicht so schnell. Also wenn ich Sie ohne Maske sehen, dann müssen Sie das. Ich habe es gerade gezeigt. Und meinen Ausweis habe ich auch dazu gezeigt. Aber wir sind doch jetzt hier friedlich und wir wollen doch jetzt gar keinen Ärger haben. Und Sie sehen doch, also ich weiß nicht, das ist irgendwie gerade so ein Einschüchterungsversuch. Wir sind so wenig liebe Menschen. Ja, genau. Ich verstehe das jetzt nicht. Jetzt lassen Sie uns doch ganz in Ruhe. Wir lassen, wir wollen alles friedlich. Welche Kollegen haben Sie jetzt schon kontrolliert? Moment, die zwei Herren, wo vorne am Eingang standen. Diejenigen, die gerade hier waren. Ah, okay. Also es geht nicht darum, dass Sie irgendjemandem auf die Füße treten. Es ist okay, aber die haben wirklich vorhin kontrolliert. Und diese Auflagen müssen kontrolliert werden. Und wir sind in Frieden mit uns allen. Ja. So, aber wenn ich von uns aus in Ruhe protestiere, die Verstande und sonst was. Alles gut. Ja, wir haben auch unseren Job getan. Alles gut, aber es waren die zwei. Genau, da kommen sie wieder. Also, wenn sie kommen, genau. So einfach kann man das lösen. Also hier ist der Kollege, der meinen Attest gesehen hat. Alles gut, ja? Ja? Sie liefern das für die Verhandlungsbehörde nach. Wie reichen Sie das nach, dieses Attest? Als Kopie vor oder in welcher Form? Das rufe ich einfach der Behörde an. Weil in Karlsruhe oder in Pforzheim? In Karlsruhe. Ja, genau. Deshalb bitte Sie das einfach mitzunehmen. Das macht es letztlich einfacher. Das kann man vor allem überprüfen, dann haben wir viel weniger Ärger oder weniger Ärger. Also es nimmt niemand dieses Attest weg. Wenn da mal ein Attest weggenommen wird, dann liegt der Verdacht nahe, dass dieser Attest nicht in Ordnung ist. Dann kann es nie passieren, dass der Attest weggenommen wird, weil es Beweismittel. Aber wenn Sie einen ordentlichen Attest haben, und wenn Sie mal einen ordentlichen Arzt, dann wird Ihnen das nicht weggenommen. Das hat niemand im Rest dran. Was tun Sie denn dann? Ich habe es auch nicht verstanden, wenn Sie erzählt haben, was passiert ist. Ich fand es auch schon. Das hat Ihnen vermutlich jemand erzählt, der vielleicht keinen ordentlichen Attest hat. Das weiß ich. Da gibt es halt auch manche Attesten, die man aus irgendeinem Grund nicht mehr zulässt.
Nee, meinst du, echt schon ein bisschen Angst? Ja, also dann brauchen Sie keine Angst haben, dass ich nicht in den Weg bin. Bitte nicht, mach das wirklich einfach. Ja? Wäre halt mit einem Haufen Atheisten konfrontiert. Okay, ja, das ist der nächste. Und das Masse war mal ohne Maske. Ja? Ja, niemand Test. Ich muss ganz auch kurz mal meine Kollegin bisschen ein ganz kleines Problem Sammlung zu Hause, ganz ehrlich. Und ich weiß nicht, ob den Tag auch immer wieder in Karlsruhe haben. Was wir nur machen, ist, dass die Sicherheit darauf achten, dass eigentlich alle, die keiner Test haben, diese Maske aufsetzen, und den Abstand einhalten und dann die Sammlung zu Hause aufnehmen. Aber das BNN, das ist doch bei uns auch immer ein Fortzim, ganz lieb. Wir haben uns ja guten, einvernehmlichen Kontakt. Das ist doch gut. Das hören wir ja gerne. Aber wir sind ja in einer völlig neutralen Beobachterrolle. Dementsprechend, bekomme ich die Bilder zur Ansicht, bevor sie veröffentlicht werden? Nein. Oder habe ich da irgendwie ein Recht darauf? Da haben Sie kein Recht drauf. Das wissen Sie, aber wahrscheinlich die Pressefreiheit sieht ein bisschen anders aus. Da gibt es keine Rechte, noch mal irgendwie was zu dokumentieren. Aber du kannst sagen, du möchtest nicht gefilmt werden. Das geht. Selbstverständlich. Ja, wenn ich mit uns reden wollen, das ist gar kein Problem. Genau, ich möchte mit Ihnen reden, aber ich möchte nicht gefilmt werden. Dann können wir das gerne machen. Dankeschön. Alles gut. Obwohl Sie bestimmt ein sehr guter Filmer sind. Ja, das war jetzt nur, weil wir natürlich auch für unsere sozialen Medien und so weiter mit aufgeräumt. Aber gar kein Problem. Wir können es gerne so machen. Dann schreibe ich nur mit. Das machen wir ganz einfach. Sie haben es jetzt angemeldet, in den letzten Wochen ja einige Demos auch angemeldet. Einige Demos würde ich differenziert betrachten. Ich lebe bei Pforzheim und ich habe dort, wo ich wohne, für die Eltern schon Lichtermärsche organisiert. Ja. Und dann haben wir Kerzen getragen, ich habe auch heute eine dabei, und dann tun wir friedlich auch für den Frieden laufen. Und das hat immer gut geklappt und ich habe auch immer alle Abstände eingehalten und ich musste auch in Pforzheim bei den Aufzügen auch keine Maske tragen. Und ich habe da auch gesagt, dass ich auch maskenfrei bin. Also ich hatte da nie Probleme. Was hier ist, Karlsruhe ist ja nur ein paar wenige Kilometer von Pforzheim entfernt. Also es wundert mich sehr, wie die Abläufe hier sind. Okay. Ich höre schon so eine gewisse Kritik aus. Sie haben ja auch gesagt, wir hatten vor Gericht gestern den Eilantrag, der dann abgelehnt wurde. Der wurde nicht abgelehnt, es wurde entschieden. Und zwar ist es ja seltsam, also von meiner Art, wie ich denke, ist es ja seltsam und es ist so. Ich bin ja nicht die einzige Frau, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen kann und im Alltagsleben diskriminiert wird. Und darum gibt es eben auch Demonstrationen, wo halt für die Grundrechte demonstriert wird. Ja. Und ich kenne eine Bekannte, die hat mir erzählt, die ist mit einem Kreis. Und dann hat dann auch der Bekannte, die hat mir gesagt, dass die Maskenfrei sein darf.